Ja gut, das, da kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist grundsätzlich, mal gesprochen, ist grundsätzlich gering, aber wer es hat, hat es zu 100%. Das ist das Problem. Dass wir hier ein neutrales Statement auf die Beine stellen, denn unter den, sagen wir mal so, Eingeweihten meiner Kollegen geht es so weit, dass man sagt, es wäre schon fast fahrlässig, die Patienten mal nicht darauf hinzuweisen. Es ist nicht nur fahrlässig dem Patienten gegenüber, sondern auch fahrlässig dem Arzt gegenüber, es nicht zu machen, denn es sind auch schon vereinzelt Fälle aufgetaucht, in denen nicht informiert wurde und die Patienten sich nachher über einen Anwalt beschwert haben, das hätte ja mal stattfinden können. Ne? Wenn die Eltern erfahren, dass anderswo das schon gemacht wird, was sie noch nicht haben, dann sind die die Macht, die schlussendlich die Behörden, auch uns Fachleute, egal welche, am Schluss überzeugen. Wenn die nämlich kommen in deinen Laden, in deine Praxis und sagen, ich habe gehört, da gibt es was, das für mein Kind gut sein könnte. Ist das was? Sollten wir das machen? Dann kommt die Macht von der Straße. Ich glaube, wir haben noch nicht kommuniziert, was unser Hauptanliegen ist. Mhm. Das Hauptanliegen ist ja nicht, die Leute zwingen, ich habe ja nur minus 4 Dioptrien statt minus 8 in der Brille oder so. Das ist nicht unser Hauptanliegen, die Ästhetik. Unser Problem oder was mein Problem ist, ist, dass ich eben die Kinder nicht mit einem langen Auge hinterlassen will. Was wir erreichen möchten. Sollte das unter 26 mm sein oder sollte man eher sogar sagen, was die Funktion angeht, ohne Brille, sollte man sagen, minus 3 sollten wir irgendwie erreichen, dass man das so reduziert, dass sie unter minus 3 bleiben? Weil es Untersuchungen gibt, die eben vor allem die Makulopathie, die myopische Makulopathie, das Risiko nimmt extrem zu. Ab 4 Dioptrien, nicht erst ab 6 oder ab 8, sondern es beginnt bei 4. Wir können an diesem Thema, was ich wirklich für wichtig halte, nämlich für die Gesundheit des Auges eines heranwachsenden Menschen, der dann auch irgendwann mal vielleicht 80 oder 90 Jahre leben will mit gesunden Augen, zu sagen, wir schulden es dieser Entwicklung, diesem Patienten eine solide Wissenschaft hinzulegen und dann nachher, vielleicht auch ein paar Jahre später erst zu sagen, ich glaube, minus 4, minus 3, minus 6 sind die Dinge, die wir anpeilen können aus einer gewissen statistischen Relevanz heraus. Dass der Evidenzlevel eben halt auch von allen anerkannt wird. Es nützt alles nichts, ein paar Daten zu sammeln, zu sagen, das ist jetzt so, und eine Veröffentlichung zu machen und sagen, wir haben das herausgefunden, wenn dann jemand kommt und die Sache auseinandernimmt, ja, und sagt, das ist eine Scheißstudie oder das ist eine Scheißzusammenfassung, das bringt nichts. Und da muss man dann auch mal fäkale Worte verwenden, wenn es dann wirklich so ist. Weil damit versauen wir uns nämlich die Reputation einer soliden Arbeit. Ich meine, das denkt man sich auch nicht aus, was wir da machen. Nein, natürlich nicht. Das sind ja quasi Studien, Publikationen, auf die wir uns beziehen, die wir durchgelesen haben und wo wir den Inhalt letztendlich dann für die Praxis dann rausziehen. Und uns mehr oder weniger manchmal dieselbe Richtlinie dann geben müssen. Und schon ein Unterschied, wenn halt die Atom-2-Studie draußen ist, dann hat man noch ein anderes Wissen und dann kommt die Lab-Study raus und dann denkt man, uiuiui. Aber ganz ehrlich, sind ja Verhaltensempfehlungen auch bei solchen leicht über oben, zählt ja auch eigentlich schon zum Thema Myopie-Kontrolle. Ne? Also das ist auch schon wichtig, frühzeitig anzufangen und man kann ja auch low anfangen. Also jedes bisschen Zeit im Freien, weniger in der Arbeit, alles was eben damit zusammenhängt, kann man ja schon mal auch in dem Zeitpunkt beginnen, ohne dass ich jetzt akut eine, ich nenne es mal invasive Therapie mache. Ich wäre in der Sprechstunde, weil das dieser Moment ist, wo dann die Eltern drauf warten, dass man sagt, ja Kind, nimm das Handy weg, das ist so schlimm. Und sitzt dann schon völlig fertig, man sagt, nö, das Handy macht eigentlich nichts aus. Und dann erwacht das Kind und die Eltern sacken sich zusammen.